So, Kinders, Angry Brothers back in space und es ist Zeit für das Star Citizen Alpha 3.0 Meinungsvideo. Und das Ganze habe ich verpackt in ein Kaffeekränzchen, daher erstmal Schluckkäffchen. Ich glaube, das kam ziemlich schwach rüber und weil es so gut tat, gleich noch einen. Für die, die das schmatzen mögen. Nochmal schön ins Mikro geschlabbert. Mm. Ja, ich habe es tatsächlich in Kaffeekränzchen verpackt, weil A ist ein Labervideo, B ist ein Meinungsvideo und C, ich habe schon lange keins mehr gemacht und D, es gibt noch eine ganze Menge anderer Punkte, über die man sprechen kann, aber keine Sorge, schwerpunktmäßig wird es Star Citizen Alpha 3.0 Schedule Report Meinung sein. Einige warten darauf. Ich fühle mich leicht unter Druck gesetzt. Denn ich sollte dann ja auch nicht zu überschwänglich mit meiner Meinung sein. Hinterher heißt es noch, ich beeinflusse junge Menschen negativ oder so. aber kommen wir vielleicht erstmal zu einem sehr schönen, erfreulichen und privaten Thema und der Erklärung, warum ich hier solche Würste unter den Augen habe. Ich bin Vater geworden, ja tatsächlich. Am 29.04. um 3.46 Uhr ist mein Sohn zur Welt gekommen. Sehr, sehr geil. Aufregende Geschichte. Immer noch aufregende Geschichte. Obwohl schon über eine Woche alt. Ja, war auch alles gar nicht mal so undramatisch, aber Mutter und Kind wohlauf und gesund und es läuft. Also heißt, Kind nuckelt, Kind kackt und pisst und kotzt und wird gewickelt in einer Tour und so weiter. Also so, wie es sein soll. Ja, als Eltern wird man auch etwas komisch. Wie zum Beispiel eben auch in Bezug auf Ausscheidungen. Aber okay, nee, also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich denke, diejenigen unter euch, die Eltern sind, die Väter und Mütter sind, die wissen genau, was ich meine. Alle anderen, die müssen es halt einfach erlebt haben, aber es ist einfach, ja, es ist, es klingt jetzt schon wieder so nach einer Überdosis Pathos, aber es ist einfach, ja, es ist ein Wunder. Tatsächlich, ich meine das ernst. Also es ist schon krass. Es ist ein Erlebnis und ein einschneidendes und dauerhaftes natürlich. Das ist jetzt natürlich nicht eine Eintagsfliege. Ja, aber da ich tendenziell sowieso immer eher weniger Zeit als mehr hatte, müsst ihr jetzt nicht besorgt sein. Ich werde jetzt nicht plötzlich das Gaming aufgeben oder keine YouTube-Videos mehr machen. Es wird nur etwas reduziert sein. Vieles kann ich aber trotzdem machen, zumindest in der aktuellen Phase. Ich merke gerade, ich habe die Brille auf, die ist beschlagen. Aber eigentlich brauche ich die hier auch gar nicht. Deshalb setze ich die mal ab. Ja, wo war ich? Ja, Zeit, genau. Läuft. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch das Video zum Schedule Report zur Star Citizen Alpha 3.0 mit Kind auf dem Arm geschnitten. Hat sehr gut funktioniert. Der Kleine hat gepennt. Hat sich gut erholt. Schien ihm zu gefallen. War für mich eine große Herausforderung. Mit einem Kleinen auf dem Arm und mit der anderen Hand alles vor allen Dingen einhändig. Also Maus und Tastatur einhändig bedienen. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich das erste Mal am Rechner. Also das ist nicht sehr effizient, aber dafür deckt es beide Themen gleichzeitig ab, statt zum Beispiel nur auf dem Sofa rumzuliegen. Das ist schon mal cool. Also an der Stelle, wenn ich mal etwas neben mir stehe, wenn ich mal total fertig aussehe, dann liegt es eben an diesem positiven Grund und nicht daran, dass ich, keine Ahnung, die ganze Nacht durchgesoffen habe oder solche unanständigen Dinge. Ja, was gibt's noch? Ich habe das vielleicht nur nochmal als privater Punkt nebenher, falls ihr das als unangenehm empfindet. Ich habe zunehmend Probleme mit meinen Nasennebenhöhlen und da kann es sein, dass ich häufiger mal schniefe oder schmatze oder sonstige unangenehme Geräusche mache. Es liegt nicht daran, dass ich ein anderes Mikrofon habe, das liegt auch nicht daran, dass meine Bearbeitung schlechter geworden ist, sondern einfach tatsächlich die Atemwege. Also ich möchte euch damit auch nicht mobben oder nerven. Das ist dann halt einfach so. Ja, genau, neues Mikro, habe ich gerade gesagt, ist vielleicht für die technisch Interessierten. Die werden es erkennen, kennt man ja von vielen, ist in einer Preisklasse, die erschwinglich ist, die aber eine unheimlich gute Qualität liefert, wie ich finde. Also auch als Audio
Noob, kann ich sagen, gegenüber meinem alten Mikrofon. Das hat bedeutend bessere Qualität. Viel klarer, viel detaillierter würde ich das mal nennen. Ich weiß nicht, ob das der korrekte Begriff ist im Audiobereich, aber jetzt so für meine Beschreibung würde ich sagen, detaillierter. Und jetzt muss ich auch mal gucken, sorry. Ja, genau. Muss noch ein bisschen fummeln, deswegen gucke ich zwischendurch mal wegen der Technik. Ich habe auch die Webcam schon länger nicht benutzt. Wenn hier also irgendwas abfuckt, kann es natürlich sein, dass ich dann mitten im Video das Webcam-Bild rausnehme. Ist aber egal. Werdet ihr dann ja merken. Ja, das war eine Empfehlung von Obinotus aus meiner Orga von Pentastar Citizen. Erstmal vielen Dank an Obi dafür, weil ja, ich bin echt damit sehr zufrieden und ich hatte vorher ja schon Positives davon gehört vom Jan Master, der nutzt das auch. Von daher, joa, ne? Ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch nochmal ein Punkt, wo ihr euch drüber freut. Ja, was haben wir noch? Die Schiffsdesign-Serie, die wird natürlich auch weitergehen. Der eine oder andere hat jetzt auch während meiner vergangenen oder aktuellsten Durststrecke danach gefragt, ob das denn weitergeht, ob ich das vergessen hätte. Geht natürlich weiter. Das nächste Schiff, das auf der Liste steht, ist die Saber und das hat der User Kevlar oder Sevlar, also C-E-V-L-A-R geschrieben, sich schon vor längerer Zeit gewünscht, eigentlich schon vor dem letzten Video. Und ich hatte ihn einfach auf die Liste gesetzt. Das wird also definitiv kommen. Und wie gesagt, als nächstes, ich kann euch nur noch keinen Zeitpunkt nennen. Und was auch kommt, in der Schiffsdesign-Serie, so als kleiner Ausreißer, weil es kein Schiff ist, ist ein Designvideo zum Fischtank. Richtig, ja, zum Fischtank. Und schuld daran ist der Ghostmaster. Wenn ihr euch also darüber beschweren wollt und wenn ihr das Video doof findet, schickt eure Hate-Mails an ihn. Ich entziehe mich jeder weder Verantwortung diesbezüglich. ja, aber schauen wir mal. Vielleicht ist das Video ja doch sinnvoll. Vielleicht kann ich ja was Brauchbares aus dem Thema machen. Wir werden sehen. Ja, was habe ich noch vergessen, bevor wir zu 3.0 kommen? Kaffeekränzchen. Was braucht man für ein Kaffeekränzchen? Richtig, was zu snacken zum Kaffee. Und heute mache ich euch neidisch mit diesem Wunderwerk der Backkunst. Das ist ein Brownie mit Walnüssen und als ob da nicht schon genug Schokolade drin wäre, Schokoüberzug. Ja, das werde ich mir reinziehen, dann könnt ihr dabei zusehen. Ganz nach japanischem Vorbild, Social Eating und natürlich auch meinen Kaffee und dabei übelst rumschmatzen und schlürfen. Ich wollte immer noch mal ein Schlürfvideo, das notiere ich mir jetzt hier direkt während der Aufnahme, professionell wie ich bin. Ihr mögt es mir nachsehen, aufgrund des gestiegenen Alters. Nee, verbuchen wir das unter Stilldemenz. Genau, ich leide unter Stilldemenz. Deswegen muss ich mir jetzt live während der Aufnahme, also live, notieren, ein Video für die weiblichen Zuschauerinnen zur Bewerbung des offenherzigen und freien Schlürfens. Sowohl im privaten als auch öffentlichen Umfeld. Ja, liebe Leute, das ist die Initiative, die ich ins Leben rufen möchte. Ich werde da bestimmt übertreiben und einen Verein gründen oder so. Nein, mache ich nicht. Aber möchte Toleranz für das Schlürfen. Und zwar das Schlürfen aller Getränke, nicht nur Kaffee. Also wenn wir von Toleranz reden, kann ich das natürlich nicht einschränken. Will ich auch nicht. Meine ich ja ernst mit der Toleranz. Möchte ich jedenfalls bewerben und ja, als Lobbyist dafür auftreten. Denn das Schlürfen ist ja kein Ausdruck schlechter Manieren, sondern Ausdruck guten Geschmacks. Ja, und das werde ich aber natürlich auch noch näher in dem Video erläutern. Gut, dass ich euch das jetzt erzählt habe, dass ich das hier auf meinem 10-Punkte-Plan für dieses Video hier habe. Stimmt gar nicht, aber ist egal, ihr seht ja nicht, was ich auf dem Bildschirm vor mir habe. Ich lasse im Hintergrund, ne, dahinter oder da, die Gamescom-Präsentation 2016 laufen, tatsächlich. Denn die ist sehr entscheidend für dieses Video, für das Thema, das ich behandeln möchte. Und das kommen wir jetzt, ja. Star Citizen 3.0 oder Alpha 3.0, muss man ja nochmal unterstreichen. Schedule Report, also die Zeitplanung. Große Wellen geschlagen, wurde natürlich lange ersehnt und erwartet und
Ich habe auch lange drauf gewartet. Das war auch, als der Newsletter kam. Ich glaube, das war dann die Veröffentlichung mit dem Newsletter. Oder eine separate E-Mail dazu. Da habe ich direkt runtergescrollt, den Link angeklickt. Da war ja erstmal so ein riesen Text drin. Also praktisch der Letter from the Chairman. Den habe ich ja überflogen und dann direkt draufgeklickt, runtergescrollt, mir das Datum angeguckt und habe erstmal gedacht, coole Sache. Dann schaust du dir erstmal konkret an. Ja, und dann gab es direkt erstmal ein paar Dämpfer und damit möchte ich auch einsteigen. Denn ich finde die wichtig, diese Dämpfer. Ich finde es auch wichtig, nochmal zu schauen, warum ist das problematisch oder warum sehe ich das als problematisch an und ist das wirklich ein Problem oder nicht? So, übrigens, noch ein Punkt, weil ich gerade so gemacht habe. Ich habe tatsächlich das, ich glaube, das erste Mal habe ich das bei Nine Gag gesehen. Ein Witzbold irgendwie gepostet hier, das wäre das Zeichen für White Power, ja, weil die drei Finger, also dieses okay eigentlich, diese drei Finger eine W-Form ergeben und von der Seite gesehen, der Kringel, wenn man es dann richtig rum sieht, also von seiner Sicht, von der eigenen Sicht aus, ein P. Das ist, wenn ich so mache, meine ich damit Picobello oder okay oder ne, Suppi und nicht White Power oder so eine Scheiße. Also nicht, dass es hinterher heißt, schaut euch den Angry an. Ist ein Nazi oder so. Das ist totaler Humbug. Ja, wer so schön Kaffee schlürft wie ich, der kann doch gar nicht fremdenfeindlich sein. Ja. Außerdem. Ja. Mmh, der ist echt gut. Ja, der Herztod in Häppchen. Star Citizen Alpha 3.0 Schedule Report, sage ich zum 10. Mal. Geht eigentlich auch nur um Keyword-Spamming. Wusstet ihr, dass YouTube die gesprochenen Worte in einem Video analysiert und auch anhand dessen den Content bewertet? Krasse Technologie. Machen die, glaube ich, auch nicht mit jedem Video, aber machen die und verbessern dadurch die Suchergebnisse. Das ist schon richtig, richtig gut, weil ihr euch vorstellen könnt, dass das auszuwerten und zu erkennen, zuverlässig und so weiter, ist nicht ganz ohne, was den Rechenaufwand angeht. Aber da werden die wahrscheinlich auch bestehende Serverstrukturen nutzen können oder Systeme von Google zur Spracherkennung, ne? Von wegen okay Google und so ein Scheiß. Nicht, dass mein Handy jetzt angeht. Ja, ich schweife ab, aber Kaffeekränzen, da erlaube ich mir alles. Da halte ich mich auch nicht zurück. Da mache ich Sprünge ohne Ende. Ist ja dann eure Aufgabe als Nutzer zu folgen. Ja, ich fordere euch auch. Also es geht hier nicht darum, euch einfach berieseln zu lassen. So, ja, gut. Jetzt aber gut. Jetzt kommen wir tatsächlich zu Star Citizen Alpha 3.0 Schedule Report. Meinung. Oder Review. Oder Test. Oder, ne, irgendein Guide kann ich ja jetzt nicht spammen als Begriff. Ja. Enttäuschungen, da habe ich gerade aufgehört. Und Enttäuschungen waren für mich zwei wesentliche dabei, zumindest betrachtet im ersten Moment. Wovon bin ich ausgegangen? Ich bin vom Wissensstand ausgegangen, den wir im Grunde, naja, Ende letzten Jahres hatten. Ich bin vom technischen Stand ausgegangen, den wir auf der Gamescom 2016 gesehen haben. Und deshalb war ich enttäuscht. Nicht, weil ich das nicht imposant fand oder interessant fand, was da gezeigt wurde, sondern einfach gedacht habe, okay, das ist schon ganz cool, was sie da gezeigt haben. Das möchte ich aber auch haben in 3.0. Und das kriegen wir nicht. Warum? Was sind da die zwei wesentlichen Punkte? Das ist das eine, ist Netcode Bind Unbind. Das war ja erst noch irgendwie als Stretch Goal drin. Wurde ja jetzt inzwischen verschoben, aber es war eigentlich relativ klar, dass sie das nicht schaffen werden bei all dem anderen Zeug, den die, das sie da machen wollen. Und weil das eben von der technischen Seite her einer der kritischsten Punkte ist, der aufwendigsten Punkte auch. Und weil bei mir im Bereich Netzwerk unheimlich viele Fragezeichen existieren. Ich glaube, das letzte Mal hat Chris Roberts im Februar 2016 oder so, und dann nochmal im Sommer zumindest angerissen,
über dieses ganze Thema gesprochen und wie die das angehen wollen, dieses Thema Instanzierung, Spielerzahlerhöhung und so weiter und so fort, dass die eben sich ein System überlegt haben oder zumindest planen umzusetzen, das nicht mit diesem typischen Instanzsystem arbeitet, wie man es kennt, natürlich auch nicht aufgeteilte Server, sondern ja, versucht durch eben ein intelligentes System möglichst viele Spieler zusammenzubringen und wenn dann Grenzen erreicht werden, zu entscheiden, welche Spieler sind dann eben in dem Moment nicht mit allen anderen zusammen. Und da wird es natürlich eine Grenze geben müssen, ist ja klar, es können jetzt nicht irgendwie 2000 Schiffe um Port Olisar gleichzeitig abgebildet werden, die sich auch noch betteln. Aber zu entscheiden, wer wie zusammenkommt und so weiter und so fort, das muss ja irgendwie möglich sein. Ich weiß auch nicht, was sie sich überlegt haben, wie gut das ist, wie weit die da sind, ob die andere Überlegungen angestellt haben, ob die vor eine Wand gerannt sind damit. Da haben wir überhaupt keine Informationen dazu. Oder nur sehr rudimentär, ich sag mal, Informationshäppchen. Hier und da mal ein Punkt oder eine Info reicht aber keinesfalls aus, für uns Laien zu beurteilen, was denn da eigentlich jetzt passiert. Und das finde ich ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr gewünscht und vor allen Dingen hätte ich mir gewünscht, dass dann im Kontext von 3.0 Ankündigung, Zeitplan, wie auch immer, eine Info dazu kommt. Was machen die da eigentlich? Was vom Netzwerk können wir erwarten? Weil da werden bestimmte Punkte genannt. Man kann sich dann im Netz informieren, Google ist dein Freund und hilft dir zu verstehen. Kann das einordnen, aber das große Ganze, dieses Gesamtbild, Star Network, ich rufe jetzt mal für mich zumindest, ihr seht es nicht, aber das müsste ja dann im Video im Hintergrund auch irgendwann kommen. Da hatten die bei Star Citizen Alpha 3.0 auf der Folie Huge Strides Forward with Technology und da war genannt Star Network 1.0. Also die erste Version des eigenen vollständigen Netcodes und das kriegen wir ja nicht. Wir kriegen Teile, wir kriegen ein neues System, das damals vermutlich noch ja, gar nicht so weit war, dass man im Detail darüber sprechen konnte, nämlich das Object-Container-System. Und das macht ja schon viel aus. Das ist, hat nicht direkt was mit Netzwerktechnik zu tun, sondern tangiert eben die Client-Seite im Besonderen oder die Grundstruktur der Maps und Systeme und dadurch eben auch die Client-Seite, aber auch die Server-Seite. Da entscheidet sich ja, wo welcher Container sitzt und dann lädt der Client die entsprechenden Inhalte. Und, naja, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber eben insbesondere, dass wir Network Bind Unbind nicht haben, weil für mich eine der größten und wichtigsten Punkte, also was 3.0 anbetrifft, oder meine größten Hoffnungsträger, nennen wir es mal so, Planetary Tech und die Netzwerktechnik-Überarbeitung, um zu sehen, kriegen die es hin, dass das jetzt erstmal zumindest mit der Grundfunktionalität sauber läuft, und das in der Alpha. Und mit dem Detailgrad, was sie sich vorstellen, was Physiksimulationen und so weiter angeht. Oder eben nicht. Das werden wir nur in Teilen sehen. Ich meine, dass sie das hinkriegen, sehen wir in Arena Commander, aber das ist ein sehr beschränkter Raum. Wir reden ja hier über ein ganz anderes Umfeld und ganz andere Größenverhältnisse und Spielerzahlen und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde kann man auch sagen, eine Erhöhung der Spielerzahl ist mit der Verschiebung von Network Bind Unbind schlicht und ergreifend unrealistisch. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es erst mit 3.1 kommt. Und wir weiterhin in Instanzen mit 24 Spielern spielen, dass da eben nicht dieses intelligente Instanzierungs- oder Instanzierungssystem kommt. Ob das so ist oder nicht, kann aber keiner sagen, weil da haben wir einfach keine offizielle Info, keine verbindliche offizielle Info dazu, schlicht und ergreifend. Außer die ist jetzt in den letzten beiden Tagen gekommen. Aber ich verfolge auch Reddit und Co. und da hätte ich es mitbekommen. Also, ich glaube nicht, dass ich etwas derartiges übersehen habe, weil das hätte dann schon die Welle geschlagen, wenn es eine Info dazu gäbe, wie viele Spieler denn jetzt pro Instanz oder generell die Spielerzahlen, ob dieses Instanzierungssystem da ist. Andererseits stellen die auch vieles, auch die Services und so weiter, um auf das AWS, also das, die Amazon Web Services. Das heißt, da hat man dann ja auch wieder Vorteile und Pluspunkte, aber ich finde es unheimlich schwer, eben als Außenstehender, als Laie einzuordnen, wie weit sind wir da? Welche Punkte sind denn das jetzt, die wirklich dann auch einen gewichtigen Unterschied machen in 3.0? Was man von einem Entwickler weiß, hatte ich einen Post gelesen oder wo war das? Irgendwo hatte ich es gelesen. War auf jeden Fall eine Info von einem der Entwickler. Der hat gesagt, für die Funktionalität ist sehr wesentlich das Object-Container-System und das Network-Bind-Unbind. Jetzt kriegen wir das Object-Container-System. Die ganze Crusader-Map ist damit neu aufgebaut worden. Aber
Wir können nicht sagen, wie sich das auswirkt. Und ich persönlich habe mir sehr gewünscht, dass wir da in jedem Fall mit 3.0 spielbare FPS bekommen, weil ja, ich habe spielbare FPS generell in Star Citizen, aber dann eben im Arena Commander, im Star Marine oder in den Singleplayer-Modi. Und wenn ich Crusader in den vergangenen Versionen durch eben diese Manipulation von Laufzeitvariablen als Solo-Map geladen habe, da gab es ja einen Weg, ist aber offiziell von CIG nicht erwünscht, ist also eigentlich nicht erlaubt, wurde mir zugetragen. Jedenfalls, wenn man das gemacht hat, hatte ich auch super FPS, also 45 bis 60. Das heißt, rein technisch, rein von der Engine-Seite, von der Grafik, sind die von der Optimierung her schon ganz gut dabei. Das läuft ganz gut. Aber Netzwerk ist halt der limitierende Faktor und da habe ich 20 bis 30. Und ist schade. Ist echt schade. Also ich würde da gerne auch meine Hardware schwer arbeiten lassen. Und man soll nicht reden, wenn man was im Mund hat, hat meine Mama immer gesagt. Man soll aber auch nicht den Kaffee kalt werden lassen. Ja, also Netzwerk, große Enttäuschung für mich. Muss aber zurückfahren, wenn ich die weiteren Punkte sehe, wenn ich mich da informiere, wenn ich drüber nachdenke. Mit Object-Container-System und den weiteren Arbeiten, die sie am Netzwerk machen, könnte das schon ein großer Schritt nach vorne sein. Die Hoffnung, dass wir im Bereich 30 FPS plus landen, ist nicht unrealistisch. Ist aber auch nicht unbedingt fest zu erwarten. Kann auch schief gehen. Also wir werden sehen. Eigentlich bleibt nichts anderes als abzuwarten. Ich gehe aber jetzt erstmal mit einer pessimistischen Haltung dran und sage, okay, die FPS werden wohl bescheiden bleiben. Zumindest auf Crusader, das ist dann halt so, insbesondere wenn die Missionen komplexer werden, wenn es mehr zu spielen gibt, wenn es mehr zu tun gibt in dem MPU, dann wäre das ja schön, wenn das auch mit mehr FPS geht. Und vor allen Dingen, wenn ich wüsste, und das sind wir dann beim nächsten Punkt, der Netzwerkcode ist nicht mehr der limitierende Faktor, kann ich für mich selbst einschätzen und auf meinem System testen, wie gut Planetary Tech tatsächlich läuft. Nicht, dass ich CIG misstraue, es geht nur darum, dass das, was wir gesehen haben, sowohl auf der Gamescom-Demo als auch auf der CitizenCon-Demo dann mit dem aufwendigeren Planeten, mit Bäumen und so weiter drauf, lief sehr, sehr gut, ist aber ja noch weiter fortentwickelt worden. Also die machen ja Riesensprünge und das ist etwas, wo ich sagen muss, erstmal im Vorfeld zweiter Enttäuschungspunkt, der Umfang. Ich habe mich so auf Planetary Tech gefreut und nicht, weil ich viele verschiedene Punkte anfliegen kann, sondern einfach, weil ich Planetary Tech in verschiedenen Arten im Einsatz sehen kann, habe ich mich so drüber gefreut, dass sie das ganze Stanton-System umsetzen wollen, plus Delamar, was ja eigentlich im Nyx-System ist, mit dazu holen. Und ja, das fehlte dann. Und das fand ich sehr schade. Das wurde reduziert auf die 3 Monde, aber auch das, und da mache ich jetzt den Bogen zu sozusagen, das hat sich für mich insofern relativiert, als dass die Fortentwicklung von Planetary Tech so große Schritte gemacht hat. Und da kann ich echt nur sagen, Hut ab in Richtung Frankfurt. Was die da leisten und in welchem Zeitraum die das leisten, ist einfach unglaublich. Was wir gesehen haben, Gamescom 2016, war ja Delamar und da sind die gelandet und in die Levski-Landezone rein. Und da haben die auch bei der Präsentation, oder Chris Roberts hat bei der Präsentation auch gesagt, okay, das ist Planetary Tech 1.0 und wir sind schon längst weiter. Also das, was wir mit Star Citizen Alpha 3.0 releasen würden, wäre nochmal einen deutlichen Schritt weiter, was Qualität und Detailgrad und so weiter angeht. Und ich fand das schon, was wir bei der Gamescom gesehen haben, beeindruckend. Man hat aber gesehen, okay, der Detailgrad und die Variabilität ist noch eingeschränkt. Es war schon sichtbar, aber trotzdem besser als das, was man in anderen Spielen bis dato hatte. Dann kam die CitizenCon, die Homestead-Demo, und die war geil. Also die war ja wirklich phänomenal. Da haben wir auch gesehen, wie das Blending mit den verschiedenen Landschaftsformen, also dieser fließende Übergang von einer Landschaftsform zur anderen, also von von Gebirgen in Ebenen dann zu Flachland und so weiter, war schon ziemlich, ziemlich cool, auch mit Wüste dabei, Sandlandschaft, ne?
kleinen netten Ecken und auch das Tool, das die entwickelt haben, um mit der Technik zu arbeiten und die Locations zu individualisieren, die Planeten zu individualisieren, dass sie nicht einfach sagen, okay, wir generieren einen Planeten mit prozeduraler Technik, da flanschen, also dann nehmen wir das fertige 3D-Objekt, speichern das als solches und flanschen dann noch ein paar andere Dinge an und nehmen Modifikationen dran vor und dann speichern wir das, sondern was die machen ist, die Planeten werden prozedural generiert und dann aber nicht statisch gespeichert, sondern diese prozedurale Generierung ist Ausgangspunkt Zero sozusagen und dann haben die ein Tool entwickelt für die Künstler, die dann einfach an verschiedenen Stellen Veränderungen vornehmen können, also die können von Hand die Landschaftsformen ummalen, individualisieren, nette Ecken dazu malen und Objekte platzieren. Und dann arbeiten die auch an Techniken, um dann die Objekte, die platziert werden, schön mit dem mit der Umgebung, mit dem Untergrund zu verbinden optisch, dass sie nicht einfach da drauf sitzen irgendwie, so mitten an den Berg geklebt und dann werfen die da irgendwie einen schlechten Schatten hin und fertig ist, so wie es in den meisten Spielen ist, sondern da geben die sich schon Mühe, das einzuarbeiten, das ja realistisch zu machen. Und das wird gespeichert, also im Grunde wird auf das Ergebnis der prozeduralen Generierung diese Unterschiede gespeichert, das ist also keine absolute Angabe, sondern relative. Und das ist technisch gesehen ein ziemlich geiles Ding, weil es die Größe massiv reduziert. Ich muss ja dann nicht den gesamten Himmelskörper als 3D-Objekt mit einzelnen Texturen und so speichern, sondern ich speichere praktisch die Formel für die Generierung oder Formellen und die Texturen, die ich brauche, um die verschiedenen Landschaftsformen darzustellen. Und auch die Informationen für die Partikelsimulationen wie Wolken und diverses anderes. Und speichere dann die Assets, die ich draufsetzen will, wie zum Beispiel Outposts. Und das füge ich dann zusammen eben mit diesem prozeduralen Prozess. Prozeduraler Prozess, ja. ihr wisst, was ich meine. Also es ist ein sehr sinnvolles Vorgehen. Und naja, da haben die richtig einen rausgehauen. Das heißt, die haben natürlich schon früher daran gearbeitet, aber was wir dann zwischen Gamescom und Homestead-Demo gesehen haben als Unterschied, war schon immens, wirklich immens. Auch qualitativ. Also das, ich glaube, das hat Chris Roberts auch selbst während der Präsentation gesagt, das, was wir da gesehen haben, ist auf dem Niveau, also auf dem grafischen und Detailniveau einer Battlefield 1 Map. Und das, was wir da gesehen haben, das ist tatsächlich auch so. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, das ist so. Und das ist umso beeindruckender, weil es ja darum geht, dass wir hier nicht eine bis ins letzte Detail von Hand gelayoutete und von den Dimensionen her stark eingeschränkte Map haben, sondern den ganzen Planeten. Das ist schon richtig krass. Und was sie dann seitdem gemacht haben, ist es noch weiter verbessert. Und die gesagt, nee, es ist geil, aber es geht noch geiler, da hören wir doch nicht auf. Und das ist einer der Punkte, der zeigt, warum es so gut ist, dass da kein Publisher ist, sondern die Kohle ausschließlich von uns, von Backern kommt oder weitestgehend ausschließlich. Da werden sicherlich noch ein paar Leute ihre Finger im Spiel haben. Und das ist das Telefon. Moment. Ja, wie üblich muss natürlich während der Aufnahme jemand anrufen. Das ist ganz besonders wichtig, das so zu teilen. Liegt aber vielleicht auch an der Uhrzeit. Also, die haben nicht einfach aufgehört, dran zu arbeiten. Die haben weitergemacht. Weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann haben wir was zu den Monden gesehen. Und immer mehr zu den Monden gesehen. Ich hatte in meinem Video zum Schedule Report, werde ich ja auch verlinken entsprechend, oder als Infocard setzen oder so, wenn ich es nicht vergesse. eine Fülle an Detailreichtum, an neuen Übergängen, an technologischen Fortschritten und ja generell an glaubhafter Umgebung erzielt. Das ist schon krass. Und vor allen Dingen an Variationen. Ich habe zuerst gedacht, 3.0, nur drei Monde statt einem ganzen Sonnensystem oder Sternensystem, das ist doch scheiße. Wenn ich mir aber angucke, welche Qualität diese Monde haben, was sie zu bieten haben, brauche ich gar nicht die ganzen anderen Stanton-Planeten, um erstmal zu sehen, wie gut die Planetary-Tech-Geschichte eigentlich ist tatsächlich. Es wäre natürlich schön, dann auch noch Planeten zu haben mit, weiß nicht, Dschungel und Gebirgslandschaften und diesem und jenem. Da ich aber weiß, dass sie das nicht zurückhalten, einfach weil die lahm sind, sondern weil die es noch weiter optimieren, weil die noch mehr einbringen, weil die
Simulationen verbessern, weil die Effekte noch zusätzlich einbringen. Weil die versuchen wirklich das Maximum rauszuholen und dabei eine Performance zu erreichen und vor allen Dingen ihr Ziel von nahtlosen Übergängen. Ey, da warte ich gerne. Also da nehme ich erstmal die drei Monde als schöne Häppchen und erfreue mich daran und teste und tue und mache. Wie ich auch schon in einem anderen Video gesagt habe, das erste, was ich tun werde, ist auszuprobieren, ob wirklich dieser Übergang, also wenn ich aus dem Weltraum komme und auf den Mond zufliege bis hin zur Oberfläche oder eben wenn ich in der Oberfläche starte und dann ins Weltall mich begebe, ob ich da wirklich nicht dieses Popping habe, also diese groben Texturübergänge und Geometriesprünge beim Laden verschiedener Detaillevels. Ich muss natürlich, wenn ich auf einen Mond zufliege und eine große Entfernung habe, sodass ich den gesamten Mond sehe, brauche ich natürlich nicht zu kalkulieren vom Grafischen her jede einzelne Pflanze. Also wenn da irgendwo ein Urwald auf einem steinigen Gelände ist, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil auf Steinen nicht so viel Urwald wachsen wird, ist aber egal. Wir sind ja hier nicht in einer Geografiestunde. Wenn ein Urwald auf einem steinigen Gelände ist, muss ich ja aus der Ferne im Grunde nur sehen, da ist eine graue Fläche und darauf gibt es eine grüne Fläche. Fertig. Da muss ich nicht jeden einzelnen Baum und jedes Blatt zeichnen. Je näher ich aber komme, desto mehr muss das ja ausdifferenziert sein, damit das auch so als solches erkennbar und sichtbar ist. Und genau diese Übergänge und dieser groben bis in die Feinsdarstellung, die sind nicht ohne, auch das technisch so umzusetzen, dass das fließend ist, dass es keine Sprünge macht, dass es einfach gut aussieht. Wenn man jetzt bei dem Zoom, den die veröffentlicht haben, ganz genau hinsieht, dann sieht man noch kleinere Sprünge an der einen oder anderen Stelle, aber die sind so minimal und die Optik ist so interessant und detailliert, dass das überhaupt nicht auffällt, dass man da abgelenkt genug ist. Also da bin ich wirklich weiterhin guter Dinge und sehr gespannt drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, trotzdem wäre es natürlich gut gewesen, wenn man das ganze Stanton-System gehabt hätte, weil dann hätte man auch erstmalig das System erleben können. Ich glaube aber auch, das wird man natürlich erst sehen, wenn es soweit ist, aber ich glaube trotzdem, dass das Warten sich lohnt, weil die Jungs und Mädels sich richtig was einfallen lassen. Wir haben ja auch viele Dinge, die vorher kein Thema waren oder nur sehr eingeschränkt. Also ich meine, wir kommen dann von Landing Zones zu ganzen Planeten, zu Outposts, also zu Außenposten, zu Absturzstellen, interessanten Lebewesen, Aliens, sonstigen, alles Mögliche ist ja auf diesen Planeten dann unterzubringen. Und die Qualität, die CIG versucht zu erreichen, erfordert natürlich dann auch entsprechende Zeit. Und ich habe inzwischen auch keinen Zweifel, dass die Himmelskörper trotz prozeduraler Generierung und freier Begehbarkeit so interessant gestalten, dass die nicht stumpf, nach Wiederholung und Fließbandarbeit wirken, wenn man sie abspeist sozusagen. Also ich glaube wirklich, die werden dadurch, dass sie auch sich diese Tools erarbeitet haben, damit die Leute da schneller mitarbeiten können und durch die starke Beschränkung der Anzahl der Planeten, die werben halt nicht mit Milliarden von Himmelskörpern, sondern sagen, okay, wir haben eine beschränkte Anzahl an Systemen und dementsprechend eine beschränkte Anzahl an Planeten und Monden, aber die wollen wir möglichst individuell und einzigartig auch gestalten. Heißt, jeder Planet soll auch als das, was er ist, erkennbar sein. Ja, wenn ich will jetzt nicht immer Elite-Bashing betreiben, aber wenn ich jetzt in der Elite verschiedene Planeten anfliege, einer Woche Spielen sieht jeder Planet aus wie, ja, da hat man fast jeden gesehen oder jede Planetenart. Die unterscheiden sich nicht allzu stark und kennst du einen von einer Sorte, kennst du alle, so ungefähr wirkt das. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber das ist einfach so. Planetary Tech, also Planetary Tech an sich, riesen Pluspunkt, sehr, sehr großer Schritt seit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Die Monde, da habe ich letztes Jahr gedacht, okay, da sind dann halt graue Gesteinsbrocken, mehr ist da nicht, aber tatsächlich, die haben ja auch jetzt bei den drei Monden, die sie veröffentlichen, mindestens zwei mit Atmosphäre. Die sind interessant gestaltet. Die haben was zu bieten, einen Inhalt auch. Deshalb reicht mir das erstmal. Wenn ich dann in den darauffolgenden Monaten zusätzliche Planeten kriege zum Spielen und das so langsam zum Stanton-System ausgebaut wird, coole Sache, ist doch wunderbar. Denn Tatsache ist auch, und das sage ich jetzt mal dabei, aber das habe ich ja auch vorher schon gesagt, ich hatte zwar selbst auch die Hoffnung, aber man muss ganz klar sagen, es ist und bleibt eine Alpha und das heißt,
diejenigen, die sich jetzt sehr darauf stützen, zu sagen, ja, wenn 3-0 kommt, dann fange ich an, richtig zu spielen. Die muss ich bremsen, da muss ich mich aber auch selbst bremsen. Wir sind nach wie vor dann auch bei einer Alpha und das Spiel wird dann einfach noch nicht so weit sein, dass man es ernsthaft spielen kann, auch wenn schon erste Funktionen drin sind, die darauf hindeuten, Persistenz und sonstiges. Eine der Fragen, um das vorwegzunehmen, die da auftauchte, war auch die Frage nach dem Permadeath. Das wird nicht drin sein, also das ist wirklich die erste Ausbaustufe der Persistenz im Sinne von die speichern Schiffs Damage, Ammo und Missiles und so weiter. Und man kann per Versicherung sich dann sein irreparabel beschädigtes Schiff zurückholen, zumindest mit der Basisbewaffnung und mehr auch nicht. Also was natürlich auch dazu gehört, ist das, was wir jetzt schon haben, dass euer Alpha-UEC-Betrag gespeichert wird und dergleichen mehr eure Items, die ihr da kauft. Mit dem Handel wird es dann sicher nochmal ein bisschen komplexer, also wird noch ein bisschen mehr gespeichert. Aber wir machen hier kleine Schritte, was das angeht, weil da unheimlich viele verschiedene Dinge zusammenkommen. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist etwas, das meine Enttäuschung in dem Sinn auch wieder gebremst oder aufgelöst hat und eigentlich gewandelt hat zu Zufriedenheit. Oder nicht nur eigentlich, sondern das ist tatsächlich so, weil ich dann gesehen habe, die haben es im Grunde wieder geschafft, Chris Roberts zu bremsen, der immer sagt, okay, pushen, 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 ist ja auch seine Aufgabe, er muss seine Leute antreiben. Oder er gesagt hat, ey, wir wollen das und das und das, alles geil, kommt alles übermorgen. Die gesagt haben, pass auf, wir haben so viele verschiedene Themen, wir bringen dies und jenes und A bis Z zusammen. Wir überarbeiten eigentlich alle Elemente des Spiels im Sinne von alle Kernkomponenten werden fortentwickelt. Es ist ja nicht nur, dass wir hier über Planetary Tech reden, wir reden über die Engine an sich, die grafische Darstellung. Verzeihung, die grafische Darstellung, da wird etliches dran gemacht. Licht, allein das Thema Licht, es gibt kaum etwas, was so wichtig ist in einer Grafik-Engine wie Licht, weil sonst hättet ihr nur schwarze Bilder. Aha. Nee, aber tatsächlich auch die Lichtqualität ist für die grafische Qualität unheimlich entscheidend und wie das Licht kalkuliert wird, wie aufwendig das ist. Und dass sie das überarbeitet haben, dass sie das aber zeitgleich optimieren und sagen, wir haben dann Gruppen und wir haben dieses und jenes und können im Grunde das Beleuchtungsergebnis, was wir jetzt mit zahllosen Lichtern erzielen, mit deutlich weniger, mit einem Bruchteil dieser Lichter erzielen, weil wir sie dynamisch halten, aber durch das Dynamische werden sie glaubwürdiger, da können wir mehr mitmachen und so weiter und so fort. Also üblicherweise zur Erklärung, was damit gemeint ist, in der 3D-Engine zur Optimierung, da wird dann geschaut, welche Lichter müssen wirklich dynamisch sein und welche können so sein, wie sie sind und bleiben immer gleich. Nehmen wir mal an, ihr habt eine Wand und da ist ein Bild drauf. Und drüber hängt eine dieser Lampen, die dann die Wand anstrahlt, die das Bild anstrahlt. Wenn diese Lampe fixiert ist und wenn da sonst nicht viel vorgeht, macht es natürlich keinen Sinn, diesen Lichtverlauf und die Ausleuchtung und die Reflexion jedes Mal neu zu berechnen. Das heißt, ich würde das einfach einmal reinrendern. Also ich glaube, Backing ist da der richtige Prozess, die richtige Bezeichnung. Oder Caching, Light Caching, wie auch immer. Das heißt, da wird einmal ermittelt, wie würde das aussehen und das Ergebnis gespeichert und das einfach immer abgebildet, statt es jedes Mal neu zu berechnen. Macht auch, wie gesagt, keinen Sinn sonst. Bei dynamischem Licht ist tatsächlich immer die Neuberechnung da und das macht das Ganze insofern realistischer, als dass jede Veränderung natürlich sich auch auswirkt. Das heißt, wenn ihr mit einem Männchen davor lauft und so weiter, der wirft dann auch durch dieses Licht einen Schatten, was man sonst vielleicht gar nicht hätte. Das fällt einem nicht sofort auf, insbesondere nicht bei kleineren nebensächlichen Lichtern. Aber wir merken es unterbewusst, weil es nicht dem natürlichen Verhalten entspricht und dadurch wirkt es unrealistischer, was man so in Computerspielen üblicherweise sieht. Und normalerweise in aufwendigen Renderings, da wird das dann gemacht, aber da kann ich dann ja auch Einzelbilder berechnen, da habe ich alle Zeit der Welt. Ja, und das verändern die auch, da machen die dynamische Lichter daraus, sehr, sehr geil. Da können die also wirklich auch Szenarien völlig umhauen. Das haben die ja sehr imposant auch gezeigt, was vielen auch nicht klar war, was die damit eigentlich sagen wollen, die technisch nicht so erfahren sind oder sich da keine Gedanken dazu gemacht haben. Das war auch ein Ausschnitt, den ich in meinem Video gezeigt habe, wo man Innenraum eines Außenpostens gesehen hat, wo das Licht verändert wurde, wo oben erst die drei Strahler an waren, ein paar andere Lichter, dann plötzlich alles aus, Warnlichter an und so weiter. Das sind Dinge, die sind sonst alle schon vorgeplant, in Anführungsstrichen. Also einmal ausgearbeitet und vorkalkuliert und so weiter und so fort. Und das haben die komplett dynamisch und können es dann im Game steuern. Also dann kann ich jetzt von einer Lichtsituation zu einer vollkommen anderen im Spiel dynamisch kommen, ohne dass das alles von Hand aufbereitet werden muss. Natürlich müssen die Lichtquellen da sein, aber ich kann die dann einfach nur an- und ausmachen und alles andere passt. Das ist schon richtig gut.
Das erleichtert natürlich auch die Arbeit und den Aufbau aufwendiger Szenerien für die ganzen Künstler. Das heißt, die machen auch viele technologische Fortschritte, die letztlich dazu führen, dass die Content und Funktionen schneller produzieren können und schneller raushauen können. Das war auch ein Punkt, den fand ich sehr wichtig, hier vom 911er in den Kommentaren, der angemerkt hat, ja, aber wenn die jetzt dafür so und so lange brauchen, dann werden die ja auch für andere Funktionen noch länger brauchen und und. Also es ist ja nicht realistisch, dass wir in den nächsten paar Jahren mit einer Beta oder so rechnen können. Tatsache ist, dass mit jedem dieser technologischen Sprünge der Zeitaufwand niedriger ist und wir praktisch nicht linear, sondern exponentiell dem Ziel näher kommen. Das muss man auch so sehen, weil die Kerntechnologien zu erarbeiten und zu überarbeiten natürlich viel, viel aufwendiger ist, und das sagt CIG ja selber, als dann mit bestehenden Kerntechnologien und der Grundmechanik neues Gameplay aufzubauen. Also da war jetzt das Beispiel mit dem Basketballspiel. Wenn ich eine vernünftige Physiksimulation habe, wenn ich die ganze Grafik-Engine stehen habe, wenn ich die Hit-Detection stehen habe, wenn ich einen Netcode habe und das Item 2.0-System, was dann die Objekte abfragt und das alles zuordnen kann, dann ist dieses Basketballspiel umzusetzen ein Witz, weil dann brauche ich ein Objekt, das eben auch der Physiksimulation untergeordnet wird, das, damit die Physiksimulation weiß, okay, das ist ein Objekt, für das muss ich Bewegung und Aufprall und so weiter kalkulieren. Und dann muss ich noch einfügen, vielleicht ein paar UI-Elemente zum Zielen, vielleicht eine 3D-Linie, die mir zeigt, wo der Ball hinfliegt, wenn ich sowas haben möchte. Und das vielleicht an Bedingungen knüpfen. Das heißt, wenn ich meinen Helm mit Visor aufhab, dann kriege ich eine Hilfslinie. Wenn ich den Helm nicht aufhab, dann eben nicht. Oder ich habe ein Mobi-Glass-Aimbot oder irgend so ein Mist. Also das kann ich dann ja alles easy-peasy machen, weil die Grundmechanik da ist. So, das heißt, ich muss dann nicht irgendwie von Grund auf dieses Basketballspiel programmieren, sondern ich programmiere einfach nur diese Mechanik auf Basis der bestehenden Mechaniken und Technologien. Und das geht viel, viel schneller. Das heißt, wir reden hier nicht nur darüber, dass dann der Content im Sinne von einzelnen statischen Objekten wie Gebäuden schneller produziert werden kann, sondern alles andere auch. Und das meine ich mit exponentiell. Das heißt, die lange Phase des Experimentierens, der Grundentwicklung, die bringen wir zunehmend hinter uns. Und wenn die durch ist, dann ist der Rest ein eng getakteter Spießrutenlauf. Sagen wir es mal so. Ja, und deshalb habe ich eben gesagt, dass meine anfängliche Enttäuschung sich in Zufriedenheit gewandelt hat. Wenn ihr euch den Schedule Report durchseht, wenn ihr euch schaut, was sie da alles machen parallel und was mit 3.0 alles auf uns zukommt, das ist ein riesen Batzen. Und da kann man sich nur drüber freuen. Und deshalb sage ich auch, Verzeihung, scheiß auf den Content, schiebt den nach hinten, schmeißt mich zu mit technologischen Fortschritten. Das ist das, was ich sehen will. Da habe ich richtig Bock drauf. Und genau das tun die. Und wie ich eben sagte, sie haben CI etwas gebremst, dass er eben nicht versucht, dann auch vielleicht mit diesen Punkten, die sich gut vermarkten lassen, die große Begeisterung auslösen, das ist natürlich auch seine Aufgabe, da muss er auch weiterhin Kohle ranschaffen, dass er eben ja, da tatsächlich sich offensichtlich hat auch breitschlagen lassen. Er ist natürlich nicht allein verantwortlich, aber er wird das letzte Wort haben, das aufzuteilen und da so ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, komm, lass uns lieber die vielen verschiedenen technischen Aspekte zusammenbringen. Wir haben ja in der Zwischenzeit seit der Gamescom so viel Neues erarbeitet und so viel fortentwickelt, als dass wir jetzt versuchen, einfach alles reinzukriegen und dafür anderes nur halbgar. Und das heißt, das, was mich am Anfang genervt hat, nämlich diese Aufsplittung von ursprünglicher Planung 3.0 auf 3.1 und 3.2. 3.1 und 2 waren ja vorher auch schon geplant, aber dass vieles aus 3.0 dahin verschoben wurde, finde ich jetzt überhaupt nicht mehr so schlimm. Und da freue ich mich drauf, weil wir mit 3.0 schon einen Riesenbatzen kriegen und das, was dann jetzt in der Folge für 3.1 geplant ist, ja auch schon nochmal ein Riesenbatzen ist und vieles Interessantes mitbringt. Und diese Zusammenführung vieler verschiedener Features, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben dann UI ist ein riesengroßer Themenblock. Wir haben Netzwerktechniken wieder Fortschritte, wir haben Grafikfortschritte, wir haben vom Gameplay ganz neue Dinge drin, wie dann Handel und so weiter. Das war natürlich auch angekündigt. Wir haben aber auch Dinge, zum Beispiel etwas, was durch die Physiksimulation, durch das Physics-Grid für die Planeten reinkommt. Das war etwas, das früher mal diskutiert wurde, wo unklar war, ob das überhaupt klappen wird, wo CIG selbst noch vor, ich würde mal sagen, vor einem Jahr gesagt hat, keine Ahnung, schauen wir mal, nicht nur rotierende Himmelskörper, sondern auch umlaufende Himmelskörper. Das heißt, die Monde können um Planeten laufen und die Planeten um Sterne. Das ist dann mit der Technik drin. Die werden sicherlich noch ausloten, wie sie das vom Gameplay-Technischen her und so weiter machen, aber ich finde das super interessant. Also, die sagen natürlich auch, okay, wir haben Missionen laufen und daran knüpfen wir bestimmte Belohnungen und. Und das muss ja auch irgendwie dynamisiert werden, wenn
dynamisiert, genau, wenn also dynamisch gestaltet werden, wenn die Umgebung dynamisch ist. Also sagen wir mal, ihr habt eine Transportmission. Ihr transportiert Ware A von X nach Y, sich von Crusader zu A-Corp oder so, und habt dann eine gewisse Entfernung. Und die Belohnung sagt dann, okay, die Güter brauchen ein relativ großes Volumen, das heißt, ihr müsst ein großes Schiff nehmen, das heißt, die Belohnung fällt da entsprechend höher aus als vielleicht bei einem kleinen Schiff, aber die Entfernung ist gering, ist irgendwie mit dem Quantum Travel nur 5 Minuten, dann bist du da, und dementsprechend gibt es da auch jetzt vom Zeitaufwand her nicht den riesen Zuschlag. Bewegen sich die Planeten aber um den Stern herum und stehen dann vielleicht nicht gerade von der Ausrichtung her nah beieinander, also dass sie auf ihren Umlaufbahnen gerade an dem Punkt sind, wo sie am nächsten aneinander dran sind, sondern im schlimmsten Fall sich gegenüber mit dem Stern dazwischen, durch den ich natürlich nicht durchfliegen kann, dann muss ich ja einen entsprechenden Bogen fliegen und eine viel, viel weitere Strecke, und dann wird aus dieser vermeintlich einfachen und schnellen Mission plötzlich ein riesen Zeitaufwand. Und das muss berücksichtigt werden, und da ist dann eben die Frage, wird es das? Kommt das mit rein? Die haben ja auch dieses mit Diffusion und so weiter, mit den ganzen Backend-Service-Systemen und so, und mit der dynamischen Missionsverwaltung wollen die das ja auch dynamisch halten. Das heißt, wenn ich eine Mission annehme, da werden schon bestimmte Faktoren berücksichtigt, aber ob das auch mit drin ist und ob schon die Rotation dann mit drin sein wird, ist die Frage momentan. Also mit 3.0 dürfte es herzlich egal sein, weil ja erstmal nur Crusader da bleibt mit seinen 3 Monden, aber wenn die 3 Monde schon um Crusader laufen, dann haben die ja auch immer unterschiedliche Entfernungen zueinander. Außer die würden sich jetzt alle exakt mit der gleichen Geschwindigkeit, der gleichen relativen Geschwindigkeit, die haben ja unterschiedliche Strecken zu bewältigen, aber wenn die eben mit ausgeglichenen Geschwindigkeiten sozusagen sich bewegen, damit sie praktisch immer die gleiche Entfernung zueinander halten, dann wäre das Problem erstmal verschoben. Kann ja auch sein, dass sie das so lösen oder einfach gar nicht umlaufen lassen, sondern stationär halten. Aber Tag- und Nachtzyklen sind ja geplant. Das heißt, zumindest das Rotieren um die eigene Achse und nicht um den Elternplanet in Anführungsstrichen ist geplant. Also das werden wir sehen. Auf jeden Fall, das sind so viele verschiedene Faktoren, so viele Dinge, die eine Rolle spielen, über die ich mir ehrlich gesagt auch im letzten Jahr überhaupt keine Gedanken gemacht habe, wo ich einfach nur gedacht habe, geil, Planetary Tech, das ganze Stanton-System, whoop, whoop. Aber ja, also wenn man da Vernunft walten lässt und drüber nachdenkt, ist schon ziemlich cool, was da auf uns zukommt, wenn es dann auch alles so kommt. Aber es ist ja nicht mehr weit weg. Wir haben jetzt Anfang Mai, das heißt, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Monate, da haben wir da was in den Händen. Und die Zeit fliegt, Leute. Die Zeit fliegt, man wird nicht jünger. Von daher, da können wir uns sehr drauf freuen. Und ja, damit habe ich das Thema, glaube ich, schon hinlänglich erschlagen. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Ich habe sehr frei geredet. Ich habe mir auch nur einige wenige Punkte notiert. Aber einen Punkt möchte ich doch anbringen. Auch nochmal auf Kommentare bezogen von Usern zu dem ersten Video zu 3.0 Schedule Report. Der Vergleich mit Elite Dangerous, weil ich selber den auch immer, zumindest bei Einzelaspekten, häufiger mal mache. Wenn wir ehrlich sind, ist dieser Vergleich völliger Humbug. Wirklich Mumpitz. Das ist eigentlich überhaupt kein sinnvoller Vergleich. Die wenigen Gemeinsamkeiten, die die Spiele haben, ist, dass sie beide Computerspiele aus der Kategorie Space Sim sind. Wobei man auch da sagen muss, Elite hat seinen Fokus eher auf Sim als auf Spiel. Und Star Citizen hat seinen Fokus eher auf Spiel als Sim. Das ist schon mal ein sehr wesentlicher Unterschied. Die Spiele haben relativ unterschiedliche Zielgruppen, auch wenn man im ersten Moment sagen würde, ja, spielen das die gleichen Leute, stimmt nicht. Da gibt es natürlich große Überschneidungen, aber es stimmt nicht, dass es für die gleichen Zielgruppen gedacht ist. Die verfolgen ganz unterschiedliche Ziele auch. Man muss sich nur die Crowdfunding-Kampagnen ansehen. Sind sehr unterschiedlich ausgerichtet. Und was man dazu sagen muss, was das Thema Fairness angeht, das ist ja auch etwas, das immer mal gerne vorgeworfen wird, auch in meine Richtung, wenn ich das mache. Ja, du scheust den echten Vergleich zwischen Elite Dangerous und Star Citizen. Hier in Elite kann ich verschiedene Systeme anfliegen, in Star Citizen kann ich gerade mal um einen Gasriesen rumdümpeln und so weiter und so fort. Ja, ich finde diesen Vergleich einfach schwachsinnig,
weil bei Elite reden wir über ein Spiel, das schon seit Jahren released ist und mehrere DLCs bekommen hat. Und bei Star Citizen reden wir nicht über ein Spiel, da reden wir über eine Alpha. Also wenn wir es vergleichen, dann sollten wir die Star Citizen Alpha mit einer Elite Dangerous Alpha vergleichen. Und wenn Star Citizen released ist, dann können wir Star Citizen Release-Version mit der Release-Version von 2014 von Elite Dangerous vergleichen. Und nicht von der, die dann Jahre später ist. Die haben halt mehrere Jahre Vorsprung, was die Entwicklung angeht. Die sind ja jetzt schon ein paar Jahre am Markt. Ich glaube, es war Ende 2014, als das released wurde. Also da haben wir dann schon bald 3 Jahre. Und oder haben wir die sogar? Ich weiß es nicht. Aber es sind auf jeden Fall seit ein paar Jahren ist das Spiel am Markt. Und wie gesagt, hat mehrere DLCs bekommen. Und wenn ich das fair vergleichen will, dann muss ich die Release-Version mit der Release-Version vergleichen. Und nicht die Release-Version mit einer schon Jahre fortentwickelten. Was man aber auch ganz klar sagen muss, selbst wenn ich den Vergleich so mache, wie ich das gerade gesagt habe, auch das wäre schwachsinnig und unfair, auch insbesondere gegenüber Frontier, weil die natürlich mit einem ganz anderen Budget arbeiten. Und an dieser Stelle muss man sagen, da fängt es nämlich an, da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, einen Vergleich zu fahren. Also sagen wir mal, Elite hatte vielleicht ein Gesamtbudget von, schlag mich tot, 20 Millionen. Hatten die wahrscheinlich noch nicht mal, keine Ahnung. Sagen wir mal 20 Millionen. Wir haben fast 150 aktuell. Das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir haben 150 Millionen bei Star Citizen. Ohne Publisher und sonstiges dahinter. Das ist heftig. Also das ist ein, da reden wir ja jetzt über einen Faktor 7. Ja? Oder über 7 sogar. Und nicht nur über ein paar Prozentpünktchen Abweichung. Das heißt, das ist im Grunde so sinnig wie ein Vergleich eines gebrauchten, keine Ahnung, VW Polo mit einem 5er BMW. Von mir aus. Irgendwie so. Ne? Also es macht einfach keinen Sinn. Da sind zwei völlig unterschiedliche Produkte in völlig unterschiedlichen Preisklassen mit unterschiedlichen Zielgruppen und unterschiedlichen Zielen. So. Oder weitestgehend unterschiedlichen Zielgruppen. Beim Auto kann ich auch sagen, ja gut, erstmal hat jedes Auto als Zielgruppe Personen, die gerne ein Auto haben möchten. Ja, haha. Ne? Also, insofern, diese Vergleiche, die dienen nicht dazu, Star Citizen vor einem Vergleich zu schützen, weil es so scheiße ist. Die dienen auch nicht dazu, Elite zu bashen, sondern einfach nur ein paar Dinge aufzugreifen, die man in anderen Spielen sehen kann, auch wenn ich No Man's Sky oder so als Vergleich heranziehe, um ja, einfacher zu erläutern, was ich damit meine. Das ist auch schon alles, also mehr steckt nicht dahinter. Zum Beispiel beim Thema Planetary Tech, prozedurale Generierung, dieser sanfte Übergang, dieser ohne Abstufungen, das, was die technisch hingekriegt haben in Frankfurt. Da habe ich dann Elite als Vergleich rangezogen. Das ist da einfach so. Und da hatte noch ein User in den Kommentaren ergänzt, ich glaube, der Oleg war das, dass es da ja sogar so ist, dass die hochauflösenden Texturen auch relativ spät nachladen. Also dass es relativ lange dauert, bis die hochauflösenden geladen sind. Also man schneller an den Planeten rankommt, bevor die da sind und dadurch auch nochmal auffällige und derbe Sprünge hat und das einen rausreißt. Und dass die eben das Reflexionsverhalten durch die Beleuchtung auch eher wie Plastikkugeln wirken. Und das ist etwas, das ist dann halt in dem Spiel so. Da muss man natürlich auch sagen, mit einem entsprechenden Budget hätten die es wahrscheinlich auch besser hingekriegt. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass Frontier nicht die Kompetenz hat, aber die haben nun mal auch ein kleineres Team. Vielleicht haben sie tatsächlich auch gar nicht die Kompetenz, weil denen die Leute fehlen. Auch das ist ja dann ein unfairer Vergleich, weil ein vollkommen anderes und viel breiter aufgestelltes Team an Star Citizen arbeitet, als das bei Elite der Fall ist. Also da muss man wirklich auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, ich kann Vergleiche ziehen zu einzelnen Aspekten, aber muss immer im Hinterkopf behalten, eigentlich sind die nicht vergleichbar. Auch wenn man gerne dazu gedrängt wird oder sich selbst auch da zu veranlasst sieht, das zu vergleichen, weil sie nun mal vom Spielgenre so nah beieinander liegen. Ja, das sind die wesentlichen Punkte. Haben wir hier wieder eine Stunde totgeschlagen, verlabert wie Hummer. Und mehr habe ich erstmal auch nicht. Mein Kaffee ist inzwischen kalt, der Brownie liegt hier angeknabbert und nicht fertig aufgegessen. Und das werde ich jetzt nachholen. Und euch wünsche ich erstmal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kinders.